Hallo und herzlich willkommen zu Njör News, den News aus Jorvik. Eine kleine News mal für unter die Woche. Okay, danke fürs Klatschen, danke fürs Klatschen, super. Okay, das war gerade kein Effekt, den ich eingebaut habe. Das war gerade irgendwie etwas creepy. Gut. Die kleine Info wollte ich mal reinhauen. Allgemein, das habe ich nämlich von Fabi Webkanal das Video nämlich schon gesehen. Und ihr wisst ganz genau, dass ich auch so eine Person bin, die keine Spoiler-Videos macht, außer wenn SSO die Spoiler ins Spiel angibt und jeder die na sowieso nachlesen kann. Oder wenn SSO das sowieso offiziell schreibt. Und wenn ihr aber nicht mal das mögt, also nicht mal, wenn SSO solche Spoiler reinhaut oder irgendwelche Fehler reinhaut und die dann irgendwelche Sachen veröffentlicht, dann würde ich euch raten, dieses Video nicht zu gucken, wenn ihr auch sowas nicht mögt. Aber ihr kennt mich, ich mache keine Daten- oder Spoiler-Videos, ich mache nur Sachen, oder schreibe nur Sachen rein oder mache Videos darüber, wenn sie auch wirklich im Spiel sind. So, und es geht nämlich um die kommende Pferderasse. Und das hat nämlich der Fabi nämlich gut im Video gezeigt. Ihr müsst einfach so eine, zum Beispiel. Okay, langsam wird's echt creepy. Langsam wird's echt creepy. Bitte hört auf. Es ist langsam echt gruselig. Zum Beispiel diese mittelalterliche schwarze goldene Zaumzeug. Als Beispiel jetzt. Ihr könnt euch jede Friesentrense nehmen, die ihr wollt. Und ihr packt die einfach mal auf euer Pferd drauf, die das nicht tragen können. Zum Beispiel hier meine Ayla, also Andalusia. Dann kriegt ihr immer diese Nachricht, du kannst diesen Gegenstand ja bei diesen Pferderassen nicht ausrüsten. Und dann steht da drin, welche Pferde es tragen können. Jorvikischer Friese, das Gotland Pony, Finnpferd, Araber, Magic Frisian Dragon Breed, also die neue magische Friesenrasse. Und der Percheron oder der Percheron. Ich würde immer gerne immer noch in die Kommentare schreiben, wenn man das ausspricht, weil ich habe das jetzt bei so vielen YouTube-Videos gehört, dass jeder das irgendwie anders ausgesprochen hatte. Und die Engländer sprechen das nochmal anders aus und ich bin übelst verwirrt. Aber auf jeden Fall, okay, jetzt wird mir langsam echt creepy. Das ist. Ich gehe aus dem Stall raus. Das wird langsam echt gruselig. Ich hasse diesen Bug. Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung. Das war gerade etwas zu gruselig. Ja. Auf jeden Fall wird das die neue kommende Rasse sein. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was ist überhaupt dieser Percheron oder Percheron? Eine Rasse, das ist eine Kaltblutrasse, kann ich euch sagen. Und ich will einfach mal sagen, wir wechseln mal kurz. Ah, wartet mal auf die Bildschirmübertragung, damit ich euch das bisschen besser zeigen kann. Und zack. Also, sind hauptsächlich Schimmel, kann man sehen. Sind auch natürlich auch wieder sehr kräftige Pferde. Ich bin mal wirklich gespannt. Ja, ich habe das Video gesehen. Ja, ich befinde mich schuldig. Werde es aber euch hier natürlich nicht zeigen. Weil, wie gesagt, ich zeige keine Spoiler-Videos. Ich mache das einfach nicht. Hier sind wir auch wieder ein Schimmel. Also es ist schon eine sehr kräftige Rasse. Jetzt nicht so groß wie das Shire. Wie groß werden die überhaupt? Stockmaß 1,50 bis 1,65. Und okay. Okay, können noch ganz schön riesig werden. Never mind. Leicht gebautes Percheron gibt es sogar auch noch. Da sind die Beine etwas dünner, aber der Kopf ist noch so riesig. Okay, das finde ich zum Beispiel wieder nicht schön. Da mag ich den Körperbau, der Kopf ist mir zu riesig. Da finde ich dann, wenn schon, muss alles kompakt und genau richtig sein. Dass der Körper breiter gebaut ist und die Beine kräftiger sind und der Kopf groß, aber nicht so zierlicher Körper und dann großer Kopf. Das passt da nicht ganz sehr. Alle Farben meist Schimmel. Das ist natürlich eine perfekte Rasse für mich, aber ich bin nicht so der Kaltblut-Fan eigentlich. Deswegen, ich muss mal gucken, wie sie im Spiel werden. Natürlich kann ich euch jetzt nicht sagen, was für Farben da reinkommen oder frisurtechnisch oder kostentechnisch, weil ich nichts aus diesen Spoiler-Videos sagen möchte, weil ich mich echt strikt an meine Regeln halte. Aber wir sehen hier schon mal einen Rappen. Also kann man vielleicht, wenn man nach Wikipedia geht, kann ich euch vielleicht sagen, dass es
einen Schimmel gibt, vielleicht einen Rappen. Aber vielleicht macht SSO das wie bei den Friesen, dass es dann trotzdem mehr Farben gibt. Und mehr Auswahl gibt. Und das heißt dann zum Beispiel, das ist eine Zucht aus Jorvik halt, ne? Oder vielleicht gibt es dann doch noch mehr Farben. Wink. Die dann dazukommen. Ja, das war es im Groben auch schon. Das ist natürlich jetzt nichts Großes. Und vielleicht die Leute, die unbedingt wissen wollen, was für Farben und Frisuren und so alles gibt. An Nachricht an euch, die das jetzt wirklich sehen wollen und wissen wollen, wie die Gangarten sind. Das Video, was im Moment im Netz kursiert, ist noch nicht final. Da steht sogar im Englischen drauf, dass das auch noch am Längen ist. Das lag ein bisschen an der YouTuberin. Und dass die Animationen noch nicht richtig fertig sind. Und noch vieles geändert wird. Also würde ich vielleicht noch gar nicht so auf die Animation gucken, wenn ihr euch das wirklich antun wollt. Sondern vielleicht mehr auf die Farben und die Mähne vielleicht mehr so eingehen. Weil das Video ist wirklich frisch. Und ich denke mal, die brauchen noch ein bisschen. Oder vielleicht kommt eine kommende Woche eine bessere Version vom Pferd in die Daten. Und ne, deswegen seid nicht geschockt, wenn euch die Gangarten noch nicht so 100% gefallen. Nur mal an die Leute, die wirklich sich das Video reinziehen wollen. So. Gut, das war's auch mit dem kleinen Video. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht, dass ich jetzt nichts zeigen konnte, aber ich mache das halt echt nicht in meinen Videos, dass ich irgendwelche Daten- oder Spoiler-Videos zeige. Das mache ich wirklich nicht. So, dann wünsche ich euch aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen sonnigen Tag und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.